Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne einmal meine Haarroutine zeigen und passend dazu habe ich mir auch meine Haare hier gerade gemacht. Also wenn du Bock drauf hast, das Ganze einmal zu sehen, also was ich morgens mache, was ich abends mache, was ich so im Laufe des Tages mache, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Passend zum Thema dieses Videos habe ich eine Verlosungsbox mit Haarprodukten gefüllt. Und das sind einmal diese hier. Da haben wir von Pasa eine Bürste für die Haare. Dann haben wir von L'Oreal ein Stylingprodukt für die Haare, Blow Dry Cream. Von Miu eine Kur mit zwei Pflegeboostern. Ein Hitzeschutzspray, Schutzengel von Got2b. Dann ein Trockenshampoo von Rose Avenue und von Merch Spezial noch ein Shampoo. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Meine morgendliche Frisur, wenn ich aus dem Bett steige. Ja, ich habe ja gestern Abend geduscht und deswegen sind meine Haare jetzt etwas zerzaust und im Bommel. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, hey, so sehe ich aus, wenn ich frisch aus dem Bett falle. Nein, ich habe eben schon eine Maske verwendet und Tagespflege drauf gemacht und Zähne geputzt und so und bin schon ein Stündchen wach und es ist 12.35 Uhr. Ja, es ist Pfingsten, ich darf das. Es ist, ne? Okay, genau. Wenn meine Haare dann so aussehen, wenn ich quasi morgens vor dem Spiegel stehe, dann öffne ich erstmal ganz normal meine Haare aus dem Bommel raus. Und ja, so sieht das dann einfach aus, die Zottelei. Dann nehme ich mir hier wieder meinen Tangle-Teaser, also oder irgendein Haarkämpfi, am besten Tangle Teaser, weil der tatsächlich bei mir die Haare am schonsten behandelt. Kämme dann erst die Längen, aber eigentlich, ne, die sind ja noch leicht feucht. Geht das alle ganz gut. Aber immer gut festhalten, dass man sich halt keine Haare rausreißt. Das wäre nämlich eine Schande. Dann ist der Punkt, wenn man sich überlegt, welche Frisur mache ich mir heute. Im Laufe des Tages wird sich das eh fünfmal ändern. Ich mache mir einen Bommel. Nehme mir einen Invisibobble. Übrigens, Boyfriend-Shirt, ich lieb's, ne? Das ist, ja, hat mein Freund mir gegeben gestern Abend, weil ich Sonnenbrand auf dem Rücken habe und meine T-Shirts leider viel zu eng sind. Bommel ist am Start. Dann, ja, für meine Babyhaare hier, die mache ich einfach nach hinten. Für meine Babyhaare im Nacken nehme ich mir einfach einen Clipser. Clipse mir die hoch, presse meinen Bommel noch ein bisschen weiter nach hinten, weil ansonsten sieht das aus wie eine Assi-Palme. Und das ist meine Morgenroutine bei den Haaren. Meine Haare sind jetzt erstmal ein bisschen wuschelig, denn ich habe sie gerade erst aus dem Bommel rausgenommen. Ich möchte mir tatsächlich einen wunderschönen Pferdeschwanz machen. Da ich aber wirklich sehr, sehr fisselige und dünne Haare habe, nehme ich mir dazu ein Haarteil, was ich zugeschickt bekommen habe von Irresistible Me. Und ja, das ist relativ simpel jetzt. Also ja, das entspricht auch so ziemlich genau meiner Haarfarbe. Also im Prinzip verschmilzt es damit. Die sehen halt nur ein bisschen gesünder aus als meine Haare tatsächlich. Das ist jetzt Pony oder Pony, weil Ponytail, ne? 2824. Ich blende euch aber die genaue Farbbezeichnung auch mal ein. Ich glaube Golden Blond oder so müsste das sein. Das hat hier oben ja, einfach noch so ein Bündchen, damit es quasi nicht so auffällig ist. Auf dieser Seite, also auf der Innenseite, befindet sich dann ein Reinsteckteil und hier haben wir ein Bändchen, was echt schön ist und ja, was ich jetzt quasi verwenden werde. Zuallererst werde ich jetzt mal meine Haare durchkämmen, denn man sieht, sie sind etwas verwuschelt. Dann mache ich mir jetzt zuerst mal einen Pferdeschwanz, weil das ist ja jetzt die Frisur, die ich damit machen möchte. Es bietet sich tatsächlich dafür an, ein ja, etwas schmaleres Haargummi zu nehmen oder eben ein normales. Ich habe am liebsten ja Haargummis, wo ich kein ja, Metall hier drin habe. Das ist dann einfach hier eins. So sieht mein Pferdeschwanz dann quasi ohne das Haarteil aus. Es ist einfach ein ganz normaler Pferdeschwanz, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, nichts Besonderes, ne? Und jetzt werde ich aber noch dieses Haarteil mir hier reinmachen. Das ist ein
ja, so ziemlich genau die gleiche Länge tatsächlich. Und das finde ich ziemlich cool. Ein bisschen kürzer ist es, aber es ist nicht schlimm, denn meine Haare werden demnächst immer wieder geschnitten, wenn die Friseure wieder aufhaben. Oder ich mache es selber. Mal gucken. Ich mache das tatsächlich am liebsten immer so, dass ich erst gerade in den Spiegel reinschaue, dann nehme ich mir diese Klammer und diese Klammer schiebe ich mir zwischen meine Haare quasi hier in das Haargummi mit rein. Dann gehe ich gleich über Kopf und werde dann dieses Teil hier mit dem Bändchen einmal komplett um meinen Zopf drum zulegen. Dann werde ich das hier unten einmal über Kreuz nehmen, festziehen und oben ein Schleifchen machen. So der Plan. Das wirst du aber jetzt nochmal genau sehen, wie ich das mache. Ich nehme zuerst das Haarteil, fühle hier oben erstmal meinen Zopf, dann führe ich quasi diese Steckverbindung dazwischen her und ein bisschen auch nebenher, weil mein Zopf ja wirklich dünn ist. Sehr, sehr dünne Haare. Da stecke ich das aber immer gerne fest, weil da hält es bei mir am besten. So. Jetzt sitzt das schon mal so. Und man sieht jetzt hier schon mal das Haarteil, ne? Also das Bändchen. Jetzt nehme ich meine Haare über Kopf. Dafür brauche ich jetzt auch keinen Spiegel. Jetzt stecke ich das hier nochmal rein, die Erbe festmachen. Dann suche ich mir die Bändchen, lege das einmal so rum. Das auch. Dann die Haare wieder nach oben. Dann mache ich mir ein Schleifchen. Bei mir steht jetzt ein bisschen was ab, weil ich habe jetzt kein Haarspray oder so verwendet, aber ja, so sieht das dann aus, wenn der Zopf so seitlich ist. Man könnte den jetzt auch flechten oder so, aber ich lasse das jetzt einfach, glaube ich. Und so sieht das von hinten aus. Ich finde es eigentlich ganz cute, ne? Man merkt schon das Gewicht, muss ich sagen. Man könnte jetzt theoretisch, wenn man hier den Ansatz kaschieren wollen würde, ich finde, den sieht man jetzt nicht so extrem, aber da könnte man sich auch noch eine Haarsträhne drum zulegen oder so ein Haarband reinmachen, so ein Scrunchie oder sowas. Aber ich finde das so ganz gut. Die fühlen sich natürlich viel, viel dicker an als meine Haare, ne? Also die sind jetzt nicht so fein, wie meine Haare sind, aber ich finde es ganz schön. Es ist einfach mal was anderes und man sieht so ein bisschen mehr Mädchen aus. Ich habe sie mir jetzt mal durchgeflochten, aber ja, ich mag mich selbst mit geflochtenen Haaren jetzt nicht so ultra gerne. Also ich habe die jetzt ganz, ganz groß einfach nur geflochten, weil ja, ich einfach Bock auf großes Flechten hatte. Das sieht von hinten dann so aus. Finde ich ganz süß, ne? Man kann diese Haarteile auch sehr gut stylen. Man kann sie, glaube ich, sogar färben, wenn man möchte. Man kann da theoretisch auch Locken reinmachen. Ja. Ich mag die ganz gerne und ich trage es halt auch öfters mal ganz gerne. Vor allem, wenn man einen schönen Anlass dafür hat, ne, dann trage ich das sehr gern. Und das sieht halt auch einfach natürlich aus, beziehungsweise es entspricht meiner Haarfarbe. Gerade wenn ich mir das hier so an den Spitzen angucke, ich glaube nicht, dass man groß sagen kann, was sind meine Haare, was sind die Haare aus dem Haarteil jetzt, ne, weil schwierig. Sehr, sehr schwierig. Könntest du das separieren? Ich kann es jetzt nur anhand der Länge sehen, dass das meine Haare sind, ne? Aber ansonsten sieht es schon sehr gleich aus. Passt. So sieht das dann übrigens mit Scrunchie aus. Und von der Seite dann so. Mag ich irgendwie dann doch lieber, ne? Weil das dann auch alles verdeckt, was es verdecken soll, was ich gut finde. Ja, meine Abendroutine von meinen Haaren startet quasi immer hier. Ich werde jetzt gleich meinen Bommel aufmachen, einmal kurz meine Haare durchkämmen. Dafür werde ich hier aus meinem Schrank meinen Tangle-Teaser verwenden. Und genau, ja, ist jetzt nichts super Aufregendes, es ist halt einfach ein Tangle-Teaser, ne? Und ja, danach werde ich dann ganz normal in die Dusche gehen. Da nehme ich euch natürlich mit der Kamera nicht mit. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, was sich in meiner Dusche so befindet an Haarutensilien, was ich so verwende. Einmal durchs Badezimmer und hier sind wir schon in der Dusche. Hier ist übrigens mein großartiges Duschradio. Das kann ich per Bluetooth ganz einfach an mein Handy verbinden und dann kann ich quasi Videos gucken. Dann stehe ich immer hier unter der Dusche drunter, da ist die Dusche und dort, da neben dem, da oben steht dann immer mein Handy und da kann ich immer Videos gucken. Das ist super praktisch. Genau, das ist meine Duschablage und die schaut so aus. Ist
unspektakulär, ne? Aber so schaut sie nun mal aus. Meine Normalabend-Haarprodukte sind einmal dieses Shampoo aktuell von The Body Shop und die Spülung dazu. Das ist die Strawberry-Geschichte, die hatte ich im Adventskalender drin. Ja, dienstags und freitags habe ich ja immer meinen Maskentag und meinen Peelingtag. Da verwende ich als Shampoo von Furtera Karité dieses Produkt hier aktuell. Na, jetzt wurde ich gerade angetropft von der Dusche hier. Genau. Und ja, das Shampoo ganz einfach. Und danach als Haarkur von Garnier Wahre Schätze, da habe ich diese da gerade stehen. Die ist aber ein bisschen zu weihnachtlich, um das mal so zu sagen. Die riecht sehr, sehr, sehr stark nach lebendem Ingwer und tatsächlich auch nach Zimt irgendwie. Auch hier drin befindet sich mein Body Peeling, meine Beurer Gesichtsreinigungsbürste. An den, ich weiß nicht, meine Kamera hat gerade mit mir gesprochen, ich weiß nicht, was sie wollte. Ja, an den Tag, also das ist meine ganz normale Dusche, wo ich über Tag in der Sonne war, verwende ich hier von Nuxan dieses Après Soleil Gedöns. Das ist eine Shampoo-Geschichte und gleichzeitig auch für den Körper. Finde ich ganz gut, weil ja, wenn du in der Sonne bist, dann hat die Haut und da haben die Haare dann auch entsprechend gelitten. Und dann kann man das ganz gut verwenden. Und hier hinter versteckt sich aktuell von Dalton mein Gesichtsreinigungsprodukt. Das ist dieses hier Kopf vor Clean Sensitive Skin. Habe ich ja, ne? Definitiv. Und die Dusche ist sehr nass, denn eben hat mein Freund schon geduscht. Und ja, jetzt werde ich diese Produkte entsprechend verwenden. Und dann seht ihr mich gleich auf jeden Fall nochmal wieder. Denn wenn ich aus der Dusche rauskomme, dann verwende ich ja nochmal andere Produkte. Wer sich übrigens fragt, wer hier manchmal so rumsprüht, das ist hier oben unser Airwick Fee. Da haben wir die ja, Duftgeschichten immer drin. Und ja, das ist unser Badezimmer. Ich mag's. Tada, offene Dusche. Ich liebe offene Dusche, muss ich wirklich dazu mal sagen an dieser Stelle, ne? Oh, herrlich. So, fertig mit Duschen. Meine Frise feiert auch eine Party, ne? Läuft. Was ich übrigens als Tipp auf jeden Fall mit an die Hand geben möchte, ist, dass man sich quasi, nachdem man normal geduscht hat, einfach nochmal kalt abduschen. Vor allem die Haare. Nicht nur, damit die letzten Seifenreste noch irgendwie rauskommen, sondern damit man halt auch irgendwie... Also bei mir ist es wirklich so, dass wenn ich das mache, dann kriege ich mehr Glanz in die Haare. Aber ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Also bei mir ist es auf jeden Fall so und deswegen kann ich das voll empfehlen. So sehen meine Haare dann halt aus, wenn sie aus der Dusche kommen. Die waren jetzt gerade auch noch im Handtuch. Also ja, deswegen sind sie jetzt nur nicht ganz... Also die sind irgendwie noch ziemlich nass, feucht, wie auch immer. Und jetzt kommt noch die Pflege natürlich. Das darf nicht fehlen. Ich habe auch noch nicht durchgekämmt oder so. Ich habe sie jetzt einfach nur direkt ins Handtuch gepackt. Normalerweise nehme ich da diesen Haarturban, wo ich die reinpacke. Der ist jetzt aber gerade in der Wäsche. Ja, ich brauche unbedingt noch einen zweiten. Und jetzt kommen wir halt zur Pflege. Da öffne ich jetzt hier mal mein Gedönsen. So sieht übrigens mein Spiegelschrank von innen aus. Ich weiß nicht, wen das so interessiert, aber... Das ist schon ein kleiner Traum, ne? Da oben fehlt noch ein Parfüm, das von Dr. Pierre Rico. Da habe ich nämlich letztens das Video mit so abgedreht, aber ansonsten ist hier alles soweit vollständig drin. Und das, was ich jetzt verwenden werde, ist zum einen hier von Botanicals, die Korianderstärkekur. Ich glaube, der macht das jetzt, ja, der Krafttrank, das ist halt für die Längen und so, das mache ich wirklich jeden Tag rein und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Vom Duft her ist es halt extrem kräuterig, aber ich mag es sehr gerne. Und weil meine Haare extrem trocken sind, werde ich dieses Produkt hier von Velas verwenden. Das habe ich mal zugeschickt bekommen und ja, wie man sieht, auch schon ganz gut verwendet. Das ist ein Haaröl und zwar ein 100% Bio-Arganöl. So gut wie alles, was ich für meine Haare verwende, verwende ich über Kopf. Deswegen mache ich das jetzt auch. Ich hoffe, dass die Kamera das jetzt vom Winkel auch richtig aufnimmt. Deswegen gucke ich die ganze Zeit nochmal hinten an den Spiegel. Als erstes verwende ich jetzt von Botanicals Fresh Care die Korianderstärkekur. Das kommt einfach mit einer Pipette. Das habe ich eben schon geschüttelt. Dann hole ich mir eben neues Produkt raus und habe das hier. Dann kommt das auf meine Hände. Dann verteile ich das zwischen meinen Fingern und meinen Handinnenflächen und dann kommt es in die Haare. Ich gebe das nur so in die Längen und in die Spitzen, halt nicht in den Ansatz. Und das wurschtel ich hier einfach ein.
Als nächstes kämme ich mir jetzt ganz einfach die Haare. Da nehme ich mir die immer hinten zusammen und dann fange ich erst in den Längen an und arbeite dann quasi erst die Längen raus und dann komme ich immer langsam und weiter höher, damit ich minimal mir welche ausreiße. Diese Botanicals-Kur hat jetzt dafür gesorgt, dass ich meine Haare auch ein bisschen besser durchkämmen konnte und dass sie einfach gekräftigt werden, gefestigt werden. Und damit meine Haarspitzen, die echt furchtbar aussehen, ja, ich muss zum Friseur, ich weiß, jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr Glanz bekommen und nicht so trocken aussehen, nehme ich mir jetzt das Arganöl und ja, das ist so wunderschön eingepackt. Ich mag diese marokkanische Optik so gerne. Dann nehme ich dann einfach die Pipette, die da auch mit bei ist, nehme ein bisschen was auf. Da brauche ich jetzt nicht viel. Ich habe jetzt hier 6 Tropfen genommen. Auch das wärme ich dann erstmal mit meinen Händen auf. Dann kommen die Haare wieder über Kopf und dann arbeite ich das auch wieder vor allem in den Spitzen ein. Und dann auch langsam in die Längen. Man kann das sogar auf der Kopfhaut verwenden, man kann das auch auf dem ganzen Körper und im Gesicht verwenden, aber ich verwende das eigentlich nur für die Haare. Ich habe das jetzt richtig schön in meinen Händen und Handinnenflächen verteilt und es ist schön warm. Und dann scrunche ich das so von unten hoch. Dann nehme ich meine Haare so zusammen und streiche quasi den Rest, der noch in meinen Händen ist, einmal so die Längen entlang. Und dann bereite ich meine Haare schon für den Bommel vor. Und so hält mein Bommel auch den Abend über am besten. Manchmal mache ich das auch, dass ich mir einfach einen langen Zopf flechte. Aber heute habe ich einfach Lust auf einen ganz normalen Bommel. Und das war sie nun, meine Haarroutine. Ich finde es relativ simpel, weil sich das bei mir halt auch alles sehr gut eingespielt hat und ich dann auch ganz genau weiß, wann ich was mache. Und ja, also für mich ist es einfach eine Routine. Deswegen heißt dieses Video auch Haarroutine. Deswegen, vielleicht konnte ich dir ein paar Anregungen mitgeben, vielleicht konnte ich dir ein paar Tipps mitgeben. Und lass mir doch gerne deine Meinung in den Kommentaren da, würde mich auch total interessieren. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Claudi testet alles Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!